Zum ersten Mal überhaupt gemeinsam auf der Bühne. Der neue WDR-Kinderchor und der Rundfunkchor mit 70 Jahren Tradition. Zeitsprung zum Mittag. 30 Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren hat die Chorakademie für das neue Projekt ausgesucht. Jetzt ist Einsingen. Sie sind aufgeregt und selbstbewusst. Wer ist besser hinterher? Der große Chor oder ihr? Das werden wir dann sehen. Die neue Kooperation finden sie toll und auch nützlich. Ich glaube schon ein bisschen, weil dann sind wir, glaube ich, auch ein bisschen bekannter, als wir es jetzt sind. Und müsst noch mehr arbeiten. Ja, leider. Jelio Davutovic hat als künstlerischer Leiter der Chorakademie die Zusammenarbeit mit dem WDR vorbereitet. Als Opernkinderchor haben die Mädchen schon viel Erfahrung gesammelt. Die kommt ihnen zugute. Für uns ist es eine große Freude. Wir können natürlich ganz oft mit den Profis des WDR-Chores, aber auch mit den WDR-Orchestern auf der Bühne stehen und können uns künstlerisch ganz toll entwickeln. Die Kinder haben ihre Vorbilder neben sich stehen und werden total inspiriert. Und ich denke mal, das gibt uns nochmal einen richtigen künstlerischen Schub. Eine halbe Stunde später treffen sich beide Chöre auf der Bühne im Konzerthaus Dortmund. Klar, die Kleinen stehen vorne. Robert Blank übernimmt, der Leiter des Rundfunkchors. Die singen schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau und da kann man sich wirklich quasi auf Augenhöhe künstlerisch begegnen. Und es gibt immer wieder Projekte, wo auch Kinderchöre angefragt sind und die wir dann zusammen mit diesem Chor machen können. Da freuen wir uns sehr drauf. Während der Rundfunkchor noch eigene Stücke durchgeht, bleiben die Mädchen vor der Bühne und hören gebannt zu. Auch Katharina. Also mehrstimmig klingt halt schon manchmal besser. Das heißt, das findest du toll auch zu hören, wenn du dann da selber singst? Ja, total. Und dann der Auftritt für die Presse und die Familien.